Hallo Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 3. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach Brunnen, die uns wiederbeleben. Und ja, ich bin jetzt hier in der neuen Aufnahme und ich werde jetzt hier nochmal reingehen, weil... Genau, ich habe nämlich ein bisschen recherchiert und zwar ist es so, dass die Brunnen einen wiederbeleben können. Der eine stellt aber irgendwie HP und MP wieder her und ich meine, das wäre der linke. Und ich hoffe, dass der rechte hier uns wiederbelebt. Also die Leute, die nicht leben. Wiederbelebt. Tatsächlich. Das heißt, der eine Brunnen kann das, der andere das. Also müssen wir jetzt immer hier zurücklaufen? Ich weiß es nicht. Ist denn jetzt aber auch bei ihm alles wiederhergestellt? Ja. Dem geht's wieder gut. Das ist ja super. Dann können wir ja jetzt los hier. Steigen wir da mal ein. Miau. Miau. Los geht's. Wieder zurück zum Schloss. So, das wollte ich euch aber nicht vorenthalten. Schloss Sasune, da sind wir wieder. Und laufen wieder dahin, wo wir zuletzt waren. Und zwar so schnell es geht, damit wir möglichst wenig Kämpfe haben dazwischen. Ach, Mist. Jawohl. Vorbei. Haha. Das war gut. Super. Und seine... Berufsstufe ist jetzt nämlich auch gestiegen, die von Ark, weil er ja jetzt wieder lebt. Läuft das auch wieder. So, da gehen wir jetzt mal rein, weil hier waren wir nämlich noch gar nicht. Doch, hier waren wir schon. Aber das war's dann auch. Hier waren wir noch nicht. Die Truhe enthielt Schlechter. Leider ist sie eine Falle. Oh. Das ist nicht gut. Und was haben wir hier? Wir greifen einfach mal an. Der steckt aber viel ein, bestimmt. 38. Oha. Ach, hätte ich mal noch irgendwie eine Portion gekauft. Feuer. Und immer auf sie, Schweinebacke. Jetzt machen wir ihn aber fertig. Jawohl. Oh, das war aber echt gut geschossen, Ark. Ja, super. Die ganzen Stufen sind bestimmt bei allen gestiegen, ja. Bei dem Gegner. So, jetzt werde ich aber nochmal ihr so eine Portion geben, weil ich finde, man... Ja, geht hier echt schnell drauf. Und ich bräuchte dann auch mal irgendwann neue. Och nö. Wäre ich mal schneller um die Ecke gegangen. So, das sollte reichen. Und dann ist das komische Auge auch gleich weg. Yay! Jawohl. So, also hier brauchen wir anscheinend gar nicht hin. Aber trotzdem wäre ich da oben hingegangen. Weil man muss ja wissen, was da ist. Oh! Nein, nicht die! Obwohl, die Zombies habe ich damals auch noch hingekriegt. Kriegen wir sie diesmal auch hin.
Aber wir haben halt nicht mehr so viele Portionen. Das ist das Problem. Wenn alle immer zu viert draufhauen, dann kriegt man die eigentlich auch klein. Wenn einer was anderes macht, dann wird's schon wieder kritisch. Was macht Refia eigentlich immer, wenn wir so mit dem Kämpfen fertig sind? Macht sie sich da irgendwie die Nägel oder was? Sieht immer so aus. Hier oben waren wir auch noch nicht. Ich laufe einfach mal. Gehen wir mal an den Turm. Was waren das da draußen? Ach so, die Leute. Sasune Ostturm. Ist hier noch was? Was bekommen wir? Heiliger Pfeil. Holzpfeil. Ja, das ist gut. Oh, wo sind wir denn hier? Ja, wir übernachten hier. Schnuckelig für uns allein. Ah, ich habe geschlafen wie ein Stein. LP und MP wiederhergestellt. Super. Vor ihrem Verschwinden betete Prinzessin Sarah täglich dafür, dass ihr Heil zurückkehren mögt, Sir Ingus. Aha. Die Truentit-Portion. Ja, genau das, was wir brauchen. Holzpfeil. Bogen. Ach, wir kriegen jetzt sogar einen Bogen geschenkt. Na, sieh mal einer an. Ja gut, gehen wir wieder. Läuft ja gerade ganz gut hier, ohne angegriffen zu werden. Finde ich super. So, dann haben wir mit ihm noch gar nicht. Im obersten Stockwerk des Ostturms befinden sich Prinzessin Sarahs Gemächer. Bis zu ihrer Rückkehr möchte ich sie tadellos halten. Ich glaube nicht, dass sie euer Eintreten missbilligen würde, Sir Ingus. Also haben wir jetzt in ihrem Bett geschlafen, ja? Das wird sie bestimmt total freuen. So, wo geht's denn hier noch lang? Kann man nicht hier auch noch irgendwie rumlaufen? Weil da ist ja auch noch links eine Truhe. Gibt's hier nicht noch mehr Gänge? Die hier irgendwie lang führen? Er wartet immer noch darauf, dass wir endlich mal hier... Ach, guck mal hier. Nee. Das ist der Ausgang, wo wir gerade herkommen. Nee, da muss es draußen noch was geben. Wo ist denn dieser Raum mit der Truhe? Gibt's hier bei den Statuen was zu tun? Kann man hier sich die Wappen angucken? Weil hier geht's ja auch noch irgendwo lang, wo wir noch nicht waren. Aber hier so rüber geht auch nicht. Und da sind noch mehr Truhen. Merkwürdig. Ja, da waren wir ja jetzt schon. Aber hier war... Doch, hier waren wir auch schon, aber da war doch nichts. Es muss noch einen Weg geben irgendwie. Den ich vielleicht übersehen habe oder so. Weiß auch nicht. Vielleicht gibt es ja auch auf dem Gelände hier außen noch was. Komisch irgendwie. Es verwirrt mich. Ich habe keine Lust, da jetzt in den Turm nochmal nach oben zu gehen. Da ging es doch gar nicht weiter. Spinn ich? Nehmen wir mal den sichereren Weg. Vielleicht, weiß ich nicht. Gibt's ja hier echt so Geheimgänge oder so.
probiere jetzt einfach mal alles hier nochmal in Ecken aus. Und an den Kerzenleuchtern so aller, weiß ich nicht, Geheimgang. Wir haben alles geplündert. Wir haben in ihrem Bett geschlafen, von ihrem Tellerchen gegessen. Und jetzt verziehen wir uns wieder, total nette Gäste. Ja, weiß ich auch nicht, wo wir die finden. Kapiere ich nicht. Ja, ich glaube, dann hauen wir mal ganz hier ab oder so. Oder was sollen wir hier noch machen? Ich glaube, wir sind durch hier, oder? Wo gehen wir denn jetzt mal hin? Oh, ich habe ein bisschen Angst hier bei der Höhle, aber wir können das ja mal ausprobieren, aber vorher speichern. Was denn mit ihm hier? Ach so. Alles klar. So. Haben gespeichert. Und dann gehen wir mal in die Höhle rein. Mal gucken, wie gefährlich die ist. Versiegelte Höhle. Uh-oh. Ich hab Schiss. Ach, die macht nur so wenig Schaden, weil wir, was ist mit ihrem Stab? Hat sie keinen Stab von mir bekommen? Merke ich das jetzt erst? Oder was? Oder warum nimmt sie ihren Dolch? Und er benutzt auch seinen Pfeil und Bogen gar nicht, oder? Doch, weil wir haben ja Pfeile. Moment, das muss ich überprüfen. Bei Refia meine ich. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. So, und jetzt muss ich noch mal in die Rüstung reingehen. Doch, sie hat den Stab ausgerüstet, aber sie kämpft mit Messer. Warum? Warum? Sie macht halt auch voll wenig Angriff nur. Wir können ihr natürlich jetzt auch einen Bogen geben, aber... Jetzt hat sie noch ein Messer in der Hand. Jetzt hat sie zwei Messer in der Hand. Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Aber Stab ist anscheinend auch gar nicht ihrs oder was? Schlechter. Wem geben wir denn dann das Schlechter? Weil Stab geht bei Angriff auch runter bei ihr. Wie kommt das denn? Ist es irgendwie nicht ihrs oder was? Ja, dann behalt das Messer in der Hand. Und dann nehmen wir mal für ihn hier den Schlechter. Ja, ihm geben wir den Schlechter. Lederschild ist ja okay bei ihm. Du behältst dein Langschwert. Und ja, keine Ahnung, was es mit dem heiligen Pfeil auf sie hat. Erteilt Heiligschaden. Das will ich jetzt mal ausprobieren, vor allem jetzt hier in der Höhle. So, weiter geht's. Oh oh, die sind gefährlich. Sehr gefährlich. Wir müssen die eigentlich heilen. So mit hier. Ach, guck mal. Jetzt machen die aber gut Schaden. Jetzt kriegen wir das aber hin. Jawohl. Super. Und sogar eine Portion bekommen. Ah, eine Truhe. Vita. Oh ja, Vita brauchen wir hier. Genau. Eigentlich ist es genau das, was wir brauchen. Hier geht's weiter. Was war hier? 500 Gil. Na, das ist ja fein. Ach, mit nix aber. Gut, dann gehen wir hier schnell wieder raus.
Wir sind gar nicht hier. Was ist das denn? Verfluchte Münzen. Boah, machen die einen Schaden. Krass. Ach, das sind immer drei auf einmal. Okay, ich dachte, wir müssen jetzt alle einzeln auch noch machen. Starrer Blick. Vorbei. Haha. Yeah. Wir sind voll gut. Da freuen wir uns. Ich drücke hier mal ganz schnell weiter, damit wir das nicht 100.000 Mal sehen müssen. Wo komme ich jetzt her? Ach, da ist der Anfang. Moment. Weil wir das so... Ja, na klar, kurz vorm Ausgang. Natürlich. Ich wollte nur mal zwischenspeichern. Obwohl ich nicht glaube, dass das alles war in der Höhle. Hört auf mich so reinzuhacken. Haha. Super. Genau, weil es so gut lief und es hätte auch anders laufen können. Speichere ich mal, aber vorher gebe ich auch noch mal hier so eine Portion ab. Und zwar an Lunes. Genau, damit es dem auch wieder ein bisschen besser geht. Und an Ark auch noch mal gleich. So. Und dann speichern wir. Huch. Und dann gehe ich nochmal in die Höhle. Hier waren wir nämlich auch noch nicht. Truhe enthielt Portionen. Und Angriff. Aber ist das alles hier in der Höhle? Yeah. Er mit seinem Superschwert hier haut voll rein. Mit den Berufsstufen, das dauert immer ein bisschen lange, finde ich, aber okay. Ich gehe nochmal jetzt hier lang. In der Hoffnung, dass ich einen Weg finde, den ich noch nicht hatte. Und man kann sich natürlich auch dusselig kämpfen hier jetzt, ne? Wenn hier nichts mehr ist, dann laufe ich quasi umsonst hier durch die Gegend. Aber ich kenne die Höhle einfach nicht. Boah. Schwein. Schwein. Sehr gut. Oh, Ark ist voll dran. Den muss ich jetzt unbedingt heilen. Aber noch lebt er. So, wie sieht's denn aus hier mit Vita? Stellt LP wieder her, also komplett oder was? Ja, dann kriegt er jetzt aber trotzdem erstmal, oder? Ach komm, was soll's? Verbrezeln wir es eben. Was soll's? Was? Ich dachte, der hat das jetzt... Das ist ein Zauber gewesen, ne? Ich Dumme. Und das hätte jetzt nur funktioniert als Zauber, ne? Und nicht als Item. Oh Mann, oh. Scheiße, jetzt habe ich es verbraucht. Sinnlos. Ja, geil. Egal. Wir werden noch oft genug Vita finden in diesem Spiel. War ich hier schon? Ja. Da ist nämlich diese Treppe. Oh nein, jetzt geht Refi auch noch so schlecht. Wie sie stirbt. Glaub, dann haben wir auch eigentlich alles in dieser Höhle angeguckt.
Hier waren wir doch schon, ja. Ja, komm. Wir gehen wieder raus. Ich glaube, wir haben die Höhle durchforstet. Vom Orientierungssinn weiß ich halt immer nicht, ob ich eine Abzweigung noch nicht genommen habe. Deswegen. Oh nein. Im Angriffsvorteil, na gut. Sehr gut. Und sie macht wieder ihre Nägel. So, ich muss ihr wieder was geben. Es nutzt ja nichts. Yeah, wir haben es geschafft. Voll toll. Was ist jetzt hier in diesem Wasser? Nix? Hm. Und wo gehen wir jetzt hin? Die Höhle haben wir geschafft. Wir können hier auch nicht über die Berge. Wir könnten höchstens halt diese Höhle noch ausprobieren. Weil jetzt sind wir halt stärker als vorher, wie man sieht. Und, ach ja, warum nicht? Ich werde es jetzt einfach mal ausprobieren. Wir haben eigentlich nicht mal mehr genug Portionen. Altarhöhle. Okay. Probieren wir nochmal den Weg, wo wir vorher gestorben sind. Voll viele Kisten. Langschwert. Bronzearmschutz. Schlaf. Wie geil. Oh, da ist ein Loch. Ich bin in das Loch gefallen. Ich wollte gar nicht in das Loch fallen. Da waren noch mehr Truhen. Ach, noch mehr... Hä? Was ist das? Hä? Ich bin verwirrt. Na, mit dem kommen wir ja wohl klar. Tada! Das war total langweilig. So, weiter. Jetzt bin ich wieder oben, ne? Hä? Hä? Ich kapier die Höhle nicht. Boah, die sind echt stark geworden hier, meine Helden. Mittlerweile brauchen die teilweise, wie man sieht, nur noch einen Schlag sogar. Und je länger ich überlebe, desto besser werde ich. Oh, hier sind wir noch nicht gewesen. Ah. Ach, das ist diese Höhle, wo er am Anfang war. Diesen komischen Kristall hier. Ach, hier sind wir jetzt. Okay. Und wo sind wir jetzt? Draußen. Ach, das war seine Höhle. Okay. Gut, ich schau mal, wo wir im nächsten Part dann hingehen und ob es dann richtig mit der Story auch weitergeht. Aber jetzt haben wir die Höhlen auf jeden Fall mal abgeklappert. Ich gehe da aber gleich trotzdem nochmal rein und schau nach der einen Kiste, die ich noch nicht geöffnet hatte, weil ich dann ins Loch gefallen bin. Und guck mal, was ich dann noch so finde. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part von Final Fantasy 3. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.